Leute, das ist doch crazy, Alter. Einfach Skelly gegen Beigel. Die Brüder. Oh nein, sind noch am Start. Oh, ich muss auch das mit dem Mike. Oh ja, sorry. Ja, Roxas, ne? Roxas ist auch einfach. Nines. Nines ist auch im Chat. Ja, nur die True Schooler kennen noch Roxas. Ja, Mann. Es geht ab, Roxas. Ja, Mann, zu cool. Wir haben hier NTL Northern Lights Grand Finals. Einfach crazy. Wirklich einfach crazy. NTL Commentary für NTL Grand Finals. Wow. Ich hab den beiden gesagt, die müssen ernst machen. Ich glaube, das machen die auch, Digga. Aber jetzt sehen wir mal. Wer derzeit einfach der bessere die Hosen anhat, Digga. Wer ist der bessere Bruder? Wer hat die Hosen an in der Familie? Das ist die große Frage. Digga, einfach mein Feind, Digga. Die beiden, das ist doch crazy. Beide Niceface besiegt. SDN, glaube ich, auch. Ja, also SDN wurde vor. Nee, warte mal. SDN wurde. Okay, ich fang vorne sind beide, an. Die sind beide, glaube ich, haben SDN geskippt. Ja. Genau. Skeddy hat Niceface besiegt. Niceface ist Zweiter im Pool geworden, musste direkt gegen SDN. Ja. Und dann hat Niceface gegen SDN gewonnen. Und dann hat Skeddy wieder gegen Niceface gewonnen. Und dann hat Niceface gegen Niceface gewonnen. Oh, und deine Freunde auch. Und deine Freunde auch. Ja, das ist crazy. Auf jeden Fall heute ein sehr gestörtes Indie-Set. Digga, was macht denn Skeddy bitte mit Marv heute, Junge? Ich verstehe es auch nicht. Heftiger Marv-Run, weißt du? Und er packt ab und zu mal Snake aus, so funktioniert auch gut. Aber was er heute mit Marv schon gemacht hat, ne? Allein diese DF gegen... Oh, der wartet den Tackle. Digga, guck mal, was er macht heute. Das ist crazy. Mhm. Also hands down, Digga, Skeddy mit einer der talentiertesten Spieler, die ich kenne. Ja, er hat auf jeden Fall... Er spielt einfach nie. Er spielt nie. Ja, auf jeden. Keine Zeit, nur am Worken, der Junge. Beide, nur am Work. Beide, full und so gut, aber trotzdem beide. Das ist scary einfach. Die haben so einen Mut, das kann man nicht anders sagen jetzt. Ja, die Brawl-Erfahrung carried einfach. Ja, vielleicht. Aber sind auch talented. Also. Ja, auf jeden Fall. Aber das, sowas passiert, wenn du es so jeden Monat auf einmal kriegst. Jeden. Und nicht skippst. Ja. So. Oh, schöne Abwehr. Jetzt wieder also Führung für Mr. Bliss. Aber guck mal, Skeddy 12. Guck mal, wie gut das ist, weißt du? Weil die beiden, Digga, das sind Brüder, die kennen sich auch so gut, also wir können hier wirklich richtig schön matchen. Als Niceface gegen SDN gewonnen hat, dachte ich, Niceface holt das Ding. Oh! Schön weg, ja. Digga, und guck mal, Even. Trotzdem lügen die sich auf Teils. Oh! Oh, fast gekillt. Oh, war's das? Das nährt. Guck mal, hast du gesehen, wie gerade das Crouchen so wichtig war? Nur wegen dem Crouchen wurde er da nicht getroffen oder mitgezogen. Ja, das sind so Kleinigkeiten manchmal. Ja. Und ich meine, das sind Brüder, ne? Die kennen sich so gut. Ja. Die Matchup-Erfahrung hat Beisel von Brawl. Ohne Witz, weil er spielt Brawl Marth, wirklich. Beide. Allein dieses Side B into Nair, meinst, ne? Ja, into safe. Falling Nair, into was weiß ich, Uptilt oder so. Sowas von. Das Brawl. Oh ja! Einfach gereedet, einfach Angst gehabt und gepunished. Das funktioniert so oft. So oft. Das ist schon frech, ne? Aber das ist schon frech, dass er das gegen seinen Bruder macht. Gegen seinen großen Bruder macht er so ein Read. Oh mein Gott. Also, ja, da hast du Angst. Oh, und tschüss. Okay, Digga, 1-0 jetzt für Skirty. Skirda. Grand Final. Skirty. Grand Final. Heute leider ohne Overlay, aber wir wiederholen immer wieder mal. Ja, das ist blöd gelaufen auf jeden Fall. Aber wir haben ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt streamen. Mhm. Und wir haben überhaupt kein Personal dafür hier auch. Aber dann haben wir einfach gedacht, komm. Ja, komm, ey, das raus. Ist doch crazy, weißt du. Du stemmst das alles im Prinzip alleine, die ganze Technik. Mhm. Also hier an der Stelle auch nochmal Shoutout an Lennart auf jeden Fall. Turn der das alles versucht zu managen. Turn up. Ja, ich laufe jetzt nicht kurz Strecke nochmal dahin und mach Cut, damit man uns nochmal sieht. Und dann nochmal. Das ist schon okay. Sinn so. Dann machen wir doch lieber einmal schön Commentary. Ist das nicht cool? NTL Commentary für NTL Grand Final. Ja, es ist einfach. Let's go. Turn it up. Okay. Mal einfach gucken. Orangensaft. Orangensaft. Was für ein Saft? Orangensaft. Oh mein Gott, was passiert? Es waren 23%, aber what? Was war das gerade? Ja, crazy, dass aber da würde mich interessieren, das könnte er nochmal gerne laben im Trainingsmodus, wenn er schon so einen Jablock bekommt. Was kann er daraus machen? Wie meinst du jetzt?
Ich weiß es. Der hat ja eben Jablock into Downtilt und dann waren das 23%. Also ich weiß nicht, ob er da noch was anderes machen kann. Naja, ich glaube sowas wie Side B in die Hände und so, ne? Ja, vielleicht. Vielleicht mehr so auf Intuition als auf Truth. Oh. Gerade so den Tipp man nicht bekommen. Oh, aber Dose. Gerade so nicht jede. Oh, das ist Gary. Oh, die Abwehr. Okay. Das sah irgendwie so true aus. Ich frag mich, ob Skeddy auf Marth bleibt. Oder ob er auf Snake geht und dann die Explosion komplett eskalieren lässt. Oh, der Tipper Down Smash. Wenn er verliert, also wenn er es gewinnt, dann bleibt er Marth. Ja, safe. Er ist ja auch hier im Winners Side Grand Finals. Das heißt, Beisel muss die zwei Sets ziehen. Und er hat. Oh, das ist viel Damage. Genau, Fiddy. Fiddy Damage. Fiddy. Der ist der. Wo kommt der denn? Funktioniert auch nicht. Oh. Gott, was macht der da so frech? Sie machen einfach freche Sachen, weißt du? Das sind auch, man muss hier an der Stelle sagen, sind einfach Bros, ne? Also Brüder. So, und die geben sich halt auch so ein bisschen diese Sticheleien mit. Ja, ja, auf jeden Fall. Hier. Und man sieht halt diese komischen Brawl-Jabs, weißt du, die in Smash 4, in Ultimate nichts mehr bringen eigentlich. Und trotzdem, egal. Ist nicht mehr optimal, egal. Ja, safe. Die funktionieren halt aber auch noch. Ja, aber weißt du, sowas wie Jab-Jab nie von Captain Falcon, das ist halt eine Brawl-Technik. Das ist safe. Ne? Ja. Ich bin auch überrascht, wie... Oh, die B! Oh, gute Trade! Was geht? Ey, es ist so krank, aber so evil. Oh! Was? Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. DQ! Nein, natürlich nicht. DQ hier, Zeitspiel. Hä, krank. Er trollt da ein bisschen rein. Super. Nice. Ach, beide 36 auch wieder. Alter. Oh, jetzt... Oh! Alter! Oh, ich schreie wieder rum, Digga. Das ja, leid, das war ja so krank. Komplett eskalieren gerade. Junge, das wäre so krank gewesen, ne? Er will einfach noch den Twitter-Kombo machen. Oh! Oh! Ja. Oh. Ja. Die beiden haben auf jeden Fall Lust. Also, ich will einen Clip haben. Oh! Ja, echt? Krass. 2-0? 1-1. 1-1. Crazy, Digga. Was geht ab, Leute? Guckt dir noch jemand zu, oder was? Wir sind hier im Grand Final. Skeddy auf der Winner's Side, Beiße Loser's Side, es steht 1-1. Cruel on the Silver Side. Cruel on the Silver Side, ja. Das war auf jeden Fall eine nice Sache, Silver Bracket mal zu machen. Das finde ich auch sehr viel besser als Amateur Bracket, auf jeden Fall. Ja, Silver Bracket klingt viel besser als Amateur Bracket. Das klingt besser, da fühlt man sich als Amateur besser auf. Klingt nicht so lauchig einfach. Ja, genau. Ich meine, es ist. Weißt du, es kommt halt ganz drauf an, wo man ist. Man ist nicht gleich ein Amateur, wenn man irgendwie nicht Top 8 kommt in dem Fall, weißt du? Ja, weil safe. Nur die Top 8 halt wirklich im in diesem Bracket gelandet sind. Und alle anderen sind dann halt im Silber-Bracket gelandet. Ja, Digga, was hatte ich auch für einen Pool, der war schon wild. Ja, auf jeden. Das ist echt einen starken Pool, ne? Da war so die Top 4. Wow. Okay. Aha, Down-Air. Oh Gott, oh Gott. Oh, meine Ohren. Oh mein Gott! Aber Digga, was ne Kombo, Junge! Er gibt ihm den! Was ist das denn? Junge, das war so krank! Junge, was macht der? Oh, und der nächste! Die beiden delivern, das ist ja so krank. Hulk Hogan, Randy Savage hier gerade. Ja, da kann man fast überlegen, so, ob Skelly ihn jetzt gleich geklappt hat, Digga. Aber wenn das gerade nicht sieht, ne, ist doch eigentlich so krank, weißt du? Ist so krank, wir brauchen eigentlich echt viel Manöver. Das muss gesehen werden, so eine Kombo. Ja, das muss gesehen werden. Grand Final. Das ist crazy. Hoffentlich ist das auf dem Stream nicht so laut gewesen, so übersteuert. Ja, und dann tut es leid. Aber es ist einfach, manchmal kann man es nicht zurückhalten. Aber solche Kombos, da muss man einfach ausrasten, Digga. Ich will die nur scheren, weißt du? Das macht ja auch Commentary aus. Ein bisschen ausrasten, übersteuern und so. Ein bisschen übersteuern, ein bisschen Kopfschmerzen. Safe. Muss alles sein, Digga. Aber das Ding ist, bei Wombo-Kombo sind die übersteuert, aber die Übersteuerung fetzt nicht so rein, weißt du, was ich meine? So. Fetzt schon nicht rein. Ja. Wombo-Kombo. He got up smashed. Happy feet. Wombo-Kombo. And then they fight. Where you at? Where you at? Wombo-Kombo. Ich bin so krank. Ja, Mann. Junge, was geht hier jetzt? Okay. Was
Scurdy. Einfach reingegangen. 1-1, das ist schon wieder so even, ne? Mhm. Ich meine, guck mal, ein Tipper F-Tilt oder irgendwas, Digga. Das Bike auch schon wieder weg. Oh! 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 Das war schon wieder so crazy, hast du es gesehen? Nein. Zeitlinär? Nee, sag ich nicht. Okay. Oh, und jetzt? Nee. Oh, okay, gut gemacht. Gut, einzig, komm wieder. Diese komischen Bärs. Oh, wie er sich wegduckt, Digga. Der schlägt wieder. Oh. Oh. Wie random. Yeah. Er hat wieder einen Air-Dodge gecall-outet wahrscheinlich. Die stylen einfach um. Er wollte wieder frech sein. Er will nicht nur gewinnen, er will frech gewinnen. Das Ding ist, die frechen Sachen funktionieren aber auch. Also allein dieser Jetblock, Doppel-Dare gerade auch vom Weigel im ersten Stock. Der, wie krass ist das? Guck mal, ist wieder eben hier, ne? 1-1. Game 3. Who's gonna win? Who's gonna make it? Schon wieder. Oh! Nee! Oh, okay. Ja, ich weiß auch nicht, was der macht, Digga. Steine Scheiße, ich hab mich drauf gelacht. Und der spielt nie Smash, Digga. Skelly meinte vorhin zu mir, er hat zuletzt Smash gespielt beim letzten NEZ, als wir uns connected haben. Das war vor 3-4 Jahren, Digga. Das kommt gut hin. Ich hab seitdem auch erst einmal gespielt mit Moritz Repus. Ich meine, was macht Moritz der Repus, hier? Donkey Kong. Also, was machen die hier für Kompos, Digga? Ich weiß auch nicht, was die da für Faxen machen. Das ist einfach gestört. Ich kann das sagen. Oh! Er hat erlebt. Wir live in large, Digga. Oh! Und in large! Okay. Ja, Skelly braucht jetzt halt einen Tipp. Oh! Boah, der Parry, Digga, was? Nee, das war's. Ja. 2-1. Wow. 2-1 Beigel. Digga, aber was war das gerade, ne? Da hätte er sowas Krankes machen können. Also. Hätte er gerade mit der Plattform, dieser Lock-Ding, ne? Ja. Hätte Skelly jetzt nicht gechoked und noch irgendwas Krankes gemacht. Wir zwei der kranksten Kombos letztes in einem Game gehabt gerade. Das war eigentlich einfach nur noch Downtilt und dann der. Gestört. Vielleicht nicht True oder so, aber das war so. Was ist das? Ach so. Wir hören uns auf jeden Fall später auf Twitter bei Bicels Account, weil das werden wir sehen, diese Kombo. Mhm. Crazy. Auf jeden Fall. An der Stelle auf jeden Fall empfehlenswert, Bicels auch mal auf Twitter zu folgen. Der lädt immer wieder mal geisteskranke Kombos so. Safe. Und so denkt, Digga, er kann auf Stage steigen oder so. Ne? Ja, auf jeden. Außerdem gerne mal reinfollowen. Kiel Gaming Port. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier zu sehen sein. Von daher monatlich immer das Beste. Das nächste wird wahrscheinlich so am 16.09. sein. Okay. Ich habe schon versucht, das abzuklären. Oh. Was macht ihr? Das kannst du mir jetzt aber nicht erzählen. Oh, und er rettet ihn. Oh mein Gott, der Bruderstock, weißt du? Nicht der Homie-Stock, der Bruderstock. Ja, auf jeden. Die machen Grand sowas. Final, aber ey, das können wir. Lass mal erzählen. Das ist trotzdem ernst, ja. Jetzt ist wieder ernst, weißt du? Aber sowas... Mhm. Ja, mir war schon klar, dass die nicht so gewinnen wollen, dass da einer SD't oder sowas, sondern die sind auch richtig gut, weil sie mal so Doubles miteinander gespielt haben, sind richtig gut darin, sich zu retten. Ja. Oh, der wollte auf jeden Fall eine Combo machen gerade. Ja, Junge, das war Legendary. Die beiden haben so oft Doubles gewonnen damals in Smash 4 mit Doppel Mario oder Mario Luigi. Das war so crazy, wie die performt haben. Oh, ja, das Parryen. Ja, ja, wohl das da. Oh, Mario Golf. Nochmal. Ja, der Snipe. Mario. Oh, nein. Kein Mario Golf. Okay. Kein Hole in One. Er geht deep. Er bereut. Sehr deep. Wer lebt, ne? Oh, lol. Jo. Okay. 2-1, ne? 2-1. Okay. Weißel. Weißel der Meißer. Leute, was geht so ab hier bei unserem Viewern? Seid ihr am Start? Seht ihr das gerade hier? Grand Final. 2-1 für Weißel. Game 4 sehen wir hier gerade. Viewer sind alle Cobra-Style. Lurkers. Was schlechtet die Eier? Die gucken und genießen. Auf jeden. Und genau das muss man ja auch machen bei den Grand Finals. Solange ihr das hier seht, ich hab die. Bei so einem ungewöhnlichen Grand Finals. Ja, aber guck mal, da macht er immer Get Up irgendwie. Das Getty geht nie für den Get Up Read. Get Up Champion. Get Up, Stand Up. Get Up for your stocks. Okay. Tipper. Oh ja, das war auf jeden Fall gut, dass er da die Recovery early gemacht hat. Ja, gut recovered. Kann ich anders sagen. Auf
Erdosch-Weiß. Oh, schöner Erdosch. Weißel macht auch echt wilden Stuff, muss ich sagen. Also immer, man sieht immer Neues bei ihm. Er entwickelt sich auf jeden Fall immer weiter. Ja, das ist crazy. Das geht hier auch. Oh, der Counter. Beides? Der Counter in die Richtung nach oben gekillt. Wie random sah das denn aus? Er hat auch die Dose gekontert danach noch. Ich glaube, er hat nur die Dose gekontert. Achso, okay. Aber die ist dann irgendwie... Sah ein bisschen aus, NZ Smash übrigens auf YouTube. Da wird auf jeden Fall alles hochgeladen, falls ihr irgendwas verpasst habt. War richtig wild heute. Also wirklich. Richtig wild. Ich will nichts spoilern, auch wenn ich schon was gemacht habe. Oh, da ist er. Wow. Ich sag's dir doch. Wow. Ich sag's doch. Wow. Ich sag's doch, es lohnt sich dafür zu gehen. Er geht dafür öfter mal, weil es funktioniert eben auch öfter mal. Oh, ist einfach sexy. Dieser F-Smash-Tipper. Einfach sexy, ja. Und die beiden gucken zu uns. Ja. Und wir gucken zu ihnen, Digga. Und wir machen den Cowboy. Ihr kennt den, Digga. Du weißt, die Piste. Ich mach mal kurz ein Foto, ja? Mach mal kurz ein Foto. Was machst du? Ein Foto. Ah, ein Foto. Ein Foto von uns? Ja, ja. Ich muss hier noch Fotos machen. Ich bin heute alles. Ich bin Fotograf, ich bin. Lennart ist Allrounder einfach. Alles. Wenn er jetzt noch das Turnier holt. Perfekt. Nice. So, und jetzt mache ich nochmal ein Foto von dir. Ey, aber hurtig, ne? Jetzt echt mitten im Set? Okay. Klopf mal. Ja, die merken nichts, die beiden. Die merken nichts. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht noch kurz Commentary, was steht denn das jetzt? 2-2. Ja, falls Bracket Reset ist, dann verabschiede ich mich vom Commentary. Ansonsten. Falco und Terry. Ja, ich weiß, ich hab schon den Zentag. Fakum, 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 auf jeden Fall. Schon eben, würde ich sagen. Also, ich muss gegen Zentag sein, oder? Ja. Ja, okay. Hat gegen Break gewonnen. Break. Break. Okay, und wir sehen das potenziell letzte Match, Digga. 2-2. Die coole Battlefield Donkey Kong Stage. Ich finde die okay. Ich finde sie einfach stylo, wenn ihr redet. Die Dose hatte auch bestimmte. Naja, die hatte schon diese. Feuer, Rauch, Stuff, ne? Rauch, 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 Rauch. Oh, 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 oh. Das ist einfach immer... Und dann schon wieder... Er hat sich letztes Mal doch auch fast umgebracht. Das letzte Mal hat er sich umgebracht, aber er wurde gerettet. Er wurde gerettet von einem einzig wahren Bruder. Bei einem Rettungshund. Und einer Rettungsente. Okay. Also, wir haben jetzt 2-2 hier. Skelly im Winners, das heißt, wenn er das Game gewinnt, dann wird er das von hier. Ich weiß, ich könnte einen Reset rausführen. Jetzt gerade gibt es keine Tendenz, irgendwie wieder beides tot. Leichter Percentage liegt für beide. Ah ja. Hier das Ruhe jetzt hier. Mittel, der erste Kurs. Entscheiden, ein Stück weit. Mal gucken. Mal gucken, wer den ersten Kill kriegt. Ja, näher. Oh, schon wieder. Wird hier schon fast beantwortet. Aber dieser Jab, ey. Rangezogen einfach. Deswegen ich wette, das wäre Jab into Uppy wäre bestimmt true gewesen. Mhm. So schlau. Also er hätte irgendwie das Weite suchen müssen, weil da kannst du nicht schilden, da kannst du höchstens Spot dodgen, aber. Okay, die muss jetzt hier möglichst bald hin. Oh! Digga, das kannst du nicht erzählen. Nee! Oh, er wollte frech machen. Digga, er ist heilt. Er spielt ja, okay, rum. Okay. Am Ende verliert er noch das Turnier. Ja, ich würde es jetzt durchgehen lassen, weil er hat den Kill direkt geholt. Dann muss ich sagen, Dummkopf. Ja. Weil das ist immer noch Grand Final hier, ne? Mhm. So, das ist kein. Das ist kein Pappenspiel. Das ist kein Larifari, verstehst du? Ja. Das ist kein Zuckerschlecken. Das ist kein Ponyhof. Ja. Okay. Okay. Ich wollte ihn wieder abfertigen. Abfertigen. Schöner Play. Ich würde gerne. Also so einen richtig noch besseren Marth. Einfach noch so
auf Steroids. Oh, Dash Attack Tipper. So was sieht man auch nicht an den Tagen. Ja, einfach so, der nur Tipper zum Marv. Das wäre insane. Aber das hier zum Beispiel, also den Dash Attack Tipper habe ich jetzt wirklich. Wen siehst du eigentlich? Also ich würde auf jeden Fall behaupten, Skeppy mit einer der besten. Vielleicht sogar der beste Marv in Deutschland. Ich kenne ehrlich gesagt keinen anderen. Deswegen? Keinen anderen. So, fuck, weißt du? Ich meine, kann sein, vielleicht ein Tarek oder irgendwer auf dem krassen Marv, aber... Oh, er hat sich echt gerettet noch. Das war nicht mehr gerettet werden. Er hat sich tatsächlich gerettet mit dem Walljump. Walljump und dann noch Airdash. Oh, Double Nair einfach. Wow, okay. Das habe ich noch nie gesehen. Und potentially last game. Wenn Skeddy jetzt gewinnt, er hat auf jeden Fall hier noch den Percentage Lead. Und das dürfte spannend werden. Okay, oh, Combo Starter. Das ist so scary jedes Mal, wenn Weißer da irgendwas anfängt. Ey. Let him cook, weißt du? Mm. Das ist nie, was er macht. Ja, echt. Aber Chef Koch ist immer ein Start. Oh, okay, näher. Beide zusammen grabben. Was war das? Leute, so, er rollt jetzt. Das ist so das, gleichzeitig ein Missfunctioning Brain von dem Bruder. Ja, da hat er doch wieder was geupsettet. Ja, das ist gerade so knapp, Digga. Beide auf 99 sogar. Ein Tipper. Das war's. Kann Beis, hier kann Skeddy jetzt hier gerade das Set reißen. Kann er hier gerade das Turnier gewinnen? Oh, das Diadem vom Marv. Okay. Oh, ist das so scary. Okay. Skeddy offstage. Oh, das war's. Nein, das war's noch nicht. Das ist die Eye. Oh Gott, das ist die Eye. Oh mein Gott, Digga. Digga, ist so scary. Choked Skeddy? Oh, aber Tipper jetzt. Down Tipp. Oh. Damn. Oh mein Gott, Digga. Ey, ich muss mich beherrschen, hier wieder nicht übertrieben reinzuschreien. Aber Digga, was war das für ein Read? Was war das für ein Read, Digga? Und würdiges Ende. Wir kriegen hier keinen komischen... SD oder sowas. Wir sehen hier das 3-2 für Skeddy gegen Bicep. Damit hat Skeddy das Turnier geholt. Was ein Read gerade. Was ein Read. Den Airdodge weg, Read Down Smash, der sieht man auch nicht allen Tagen. Das war insane. Krank, Digga. Einfach crazy. Ja, das Set geht an Skeddy. Und damit das ganze Turnier, NEZ Rising Nummer 14. Damit hätte keiner...